Hallo und herzlich willkommen. Zuletzt haben wir von InWin ein Gehäuse getestet, das nun wahrlich nicht für jedermann ist. Das Age Tower ist beim Kaufpreis von über 2000 Euro und einer limitierten Stückzahl einfach nur sehr, sehr wenigen Käufern vorbehalten. Trotzdem gibt es von InWin durchaus auch Gehäuse, die sich Otto Normalverbraucher leisten kann und die deswegen keinesfalls irgendwie günstig, billig oder mickrig daherkommen müssen. Das soll heute hier dieses Modell beweisen, das 805. Das 805 wird als Design Midi Tower beschrieben und das nicht zu Unrecht. Ein Midi Tower ist es allemal, es ist ein ATX-Gehäuse und ja, Design hat hier definitiv einen hohen Wert bei der Entwicklung gehabt. Wir sehen hier ein ganz individuelles Gehäuse, das vor allem von der Materialwahl geprägt wird. Einmal mehr setzt InWin hier auf Aluminium und Echtglas, äußerlich zumindest. Das Grundgerüst besteht dann stellenweise doch aus Stahl, aber zu sehen bekommt man eben diese beiden wertigeren Materialien und anders als bei der 900er Serie, ja, ist der Glasanteil sogar noch höher. Wir haben jetzt nicht nur die beiden Seitenteile komplett aus Glas, sondern wir haben auch eine Glasfront. Das sorgt für einen ganz, ganz eigenen Look. Wir haben hier einfach diese spiegelnde Wirkung des Glases an drei Gehäuseseiten und in der Form ist das ja auch wirklich mal was Besonderes, mal wieder was ganz anderes. Dass es vielleicht ein paar Einschränkungen dafür, die, sagen wir mal, Praktikabilität gibt, liegt ein bisschen auf der Hand. Die Front ist zum Beispiel komplett geschlossen, das heißt, der Luftnachschub für die beiden optionalen Frontlüfterplätze wird wohl nur hier unten möglich sein. Damit könnte der Luftstrom dann doch etwas mau ausfallen. Aber das sind dann natürlich auch Fragen, die wir dann letztendlich mit unserem Testsystem noch klären werden. Hier jetzt erstmal mehr natürlich die äußere Einschätzung. Wir haben hier sozusagen die Donald Trump Gedächtnisedition erhalten, also die Variante mit goldenem Farbstreifen im oberen Frontbereich, sorgt dafür etwas Abwechslung von diesen getönten Glasflächen, ist allerdings glücklicherweise keine Pflicht. Man kann das Gehäuse durchaus auch mit einem roten Farbstreifen oder ganz in Schwarz ordern. Preislich macht das keinen Unterschied, das heißt, das goldene Modell kostet genau wie die beiden anderen rund 165 Euro, kann man sich also auch unabhängig vom Preis eben dann seiner Farbvorliebe hingeben. Dieser Farbstreifen hat aber auch noch eine praktische Funktion, darin eingelassen ist das I/O-Panel und das kann durchaus auch als eine Besonderheit des 805 gelten. Wir haben hier nämlich nicht nur die beiden USB 2.0 Ports und ein USB 3.0 Port, sondern wir haben hier auch eine USB 3.1 Schnittstelle mit dem Typ C Anschluss, heißt also ganz aktueller Standard und damit auch relativ ja, zukunftssicher. Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen, die das noch nicht haben. InWin ist da schon relativ weit. Bei neueren Modellen ist USB 3.1 ja ganz verbreitet und damit ja, setzt man sich auch mal etwas von der Konkurrenz ab. Im Zentrum dann natürlich noch die beiden Audiobuchsen schön eingelassen und auch ein Power-Taster darf nicht fehlen. Reset-Taster konnte ich hingegen bisher nicht entdecken. Hinter diesem Panel sehen wir dann den Deckel, Aluminium auch. Schwarz und mit einer gebürsteten Struktur, das heißt also auch sehr wertig wirkend allerdings, und das fällt auf, komplett geschlossen, keine Lüfterplätze hier, das heißt also wir sind bei der Front doch etwas eingeschränkt mit dem Lufteinlass und wir haben einen komplett geschlossenen Deckel. Im Auslieferungszustand sorgt sogar nur ein einzelner Lüfter für Kühlung und das ist auch noch ein kleiner 120er, der hier an der Rückwand sitzt. Allerdings kann er mit einer LED-Beleuchtung aufwarten, weiße LEDs sollen da drin also dann ja, für einen gewissen Effekt sorgen. Optionale Lüfterplätze, die haben wir wie gesagt hinter der Front und zusätzlich auch noch am Boden. Auffällig allerdings, für das Netzteil gibt es keinen Lufteinlass im Boden, das heißt, man muss das Netzteil gedreht montieren mit dem Lufteinlass nach oben und eben nicht nach unten, sonst kann es da sich schlichtweg nicht mit Frischluft versorgen. Ansonsten eine ganz konventionelle Komponentenanordnung, das heißt also, das Mainboard findet auf der rechten Gehäuseseite seinen Platz, wird auch
aufrecht montiert, also so wie das aktueller Standard ist. Im Vergleich zu den 900er Modellen fällt das gehärtete Glas beim 805 wesentlich dünner aus, die Materialstärke ist also deutlich geringer. Das mag Inwin dann auch mit dazu veranlasst haben, dann nochmal einen zusätzlichen Warnaufkleber aufzukleben, der zu einem ganz vorsichtigen Umgang mit diesem Glas rät, damit es eben nicht zerspringen kann. Wir haben es jetzt hier schon mal vorsichtig im Liegen demontiert, so wie das auch vorgesehen ist. Gehalten werden diese Scheiben jeweils von 4 Ränderschrauben und sie ruhen natürlich auch wieder auf schützenden Gummipuffern, damit sie also entsprechend geschont werden. So auffällig das 805 von außen auch sein mag, innen ist es ein eigentlich ziemlich schlichtes Gehäuse, schlicht, aber durchaus funktional. So hat Inwin komplett auf optische Laufwerksplätze verzichtet, die hätten ohnehin nur die Front zerstört. Dafür haben wir hier am Boden einen einzelnen Festplattenkäfig mit exakt 2,5 Zoll Laufwerksplätzen. Realisiert wird das Ganze in klassischen Kunststoff-Laufwerksschubladen, die 3,5 Zoll Laufwerke werden einfach eingeklemmt, 2,5 Zoll Laufwerke optional hier festgeschraubt. Auf dem Deckel des Laufwerks- oder Festplattenkäfigs sehen wir dann schon einen weiteren Laufwerksplatz im 2,5 Zoll Format. Ich löse das mal kurz. Wir haben hier eine festsitzende Ränderschraube, die einen 2,5 Zoll Laufwerksträger hält. Von dieser Art gibt es dann noch 3 mehr. Auf der Rückseite des Mainboard Trays, da, da und da, sodass wir insgesamt also 4 separate 2,5 Zoll Laufwerksplätze haben, plus die beiden kombinierten 2,5 Zoll, 3,5 Zoll Laufwerksplätze im Festplattenkäfig. Inwin setzt auch bei der Frontlüfterblende Rändelschrauben ein, wo Rändelschrauben hingegen fehlen. Das sind hier die Erweiterungskartenslots. Die Erweiterungskarten werden mit ganz normalen Kreuzschlitzschrauben befestigt. Werfen wir noch kurz einen Blick auf den Mainboard Tray, dann sehen wir, dass es dort durchaus eine Reihe von Durchführungen gibt. Also eigentlich ist der ganze Tray recht durchlöchert, unter anderem natürlich auch wegen diesen 2,5 Zoll Laufwerksplätzen. Allerdings muss man sagen, dass bei diesem Gehäusetypen natürlich das mit dem Kabelmanagement ohnehin immer so eine Sache ist. Einfach aus dem Grund, weil wir natürlich hier durch dieses Window, durch diese Glasfläche alles an Kabeln wunderbar sehen und dann dementsprechend also der Versteckeffekt ja eher gering ausfällt. Vom Materialmix und auch von einigen Features her ist das 805 der 900er Reihe sehr, sehr nahe. Trotzdem ist es aber ein ganz eigenes Gehäuse geworden, vor allem ein Gehäuse mit einem ganz eigenen Design. Wir haben hier eine klare, kantige Form und wir haben vor allem auch diesen extrem hohen Glasanteil, diese 3 Glasflächen ringsherum, die eine ganz eigene Wirkung entfalten. Wir sind schon gespannt, wie das dann auch mit der Beleuchtung dann noch zusammenwirkt. Was wir natürlich jetzt noch klären müssen, ist, wie es um die Alltagstauglichkeit bestellt ist. Wir haben schon gesehen, dass das ein Gehäuse mit doch eher etwas reduzierter Funktionalität sein könnte. Aber da zählen letzten Endes dann wirklich natürlich die Praxiseindrücke und wie es um die bestellt ist, das gibt es dann bald im Test nachzulesen.